Ja, guten Abend, ich grüße euch. Das Thema, über das ich hier heute etwas erzählen und auch etwas vortragen möchte, ist der Kreislauf der Verfassungen. Das klingt unglaublich theoretisch und wenn ich jetzt erzähle, ich werde einen Text vorlesen von Polybius, dann schaltet wahrscheinlich die Hälfte schon wieder ab. Ich hoffe, vielleicht nicht allzu viele. Es geht um einen Gedanken, der in der Antike sehr entwickelt war, also sehr stark vorherrschte. Und der, wie ich meine, für unsere Zeit wieder ein neues ein Schlaglicht auf unsere Ereignisse der Zeit werfen kann. Nämlich ist es eine Idee, die Platon ursprünglich entwickelte und Polybius noch etwas ausformulierte. Nämlich die Idee, es gibt drei Systeme: Monarchie, Aristokratie, Demokratie. Von jedem gibt es eine Verfallserscheinung. Also die Verfallserscheinung der Monarchie ist die Tyrannei oder Tyrannis. Die Verfallserscheinung der Aristokratie ist die Oligarchie und die Verfallserscheinung der Demokratie ist die Ochlokratie, die Pöbelherrschaft. Und Platon schon, wie auch dann Polybius, waren der Überzeugung, wie, wie viele andere äh, antike Denker auch, dass diese drei sich in einem ewigen Zyklus vor, befinden würden. Das heißt, das heißt, keine von diesen Systemen würde sich dauerhaft halten können und es würde immer eine in die andere übergehen und keine dieser Gesellschaftsformen würde dauerhaft äh, bestehen bleiben. Das heißt, wir haben also ein endlos sich drehendes Rad, wenn man so will. Es gibt ja im Internet dieses äh, Bild, das in verschiedenen Varianten äh, ist das so sinngemäß das besteht aus Zyklen von vier Teilen, das ist so eine Variante davon, wobei das die Dinge etwas sehr zu sehr vereinfacht, wie ich persönlich meine. Das sagt im Prinzip die zyklische Geschichte, The Engine of Cyclical History, Hard times create strong men, das heißt, schwere Zeiten schaffen starke Männer. Starke Männer erschaffen gute Zeiten. Hier sieht man also sowas was wie ein Polizist oder so, so ein Schutzmann und die Zivilisation dann ist das nächste: gute Zeiten erschaffen schwache Männer, also denen geht's zu gut. Und äh, die schwachen Menschen erschaffen dann wieder harte Zeiten, weil die Gesellschaft verfällt. Und dann geht, dreht sich das Rad weiter, weil sich in der, aus der Notwendigkeit der harten Zeiten wieder starke Männer sich bilden. Das ist ein ähnlicher Gedanke, und wenn man die Geschichte ansieht, dann ist man auch verführt, das so zu sehen. Plato und Polybius haben das allerdings etwas nuanciert. Ich werde den Entwurf den von Polybius hier erst einmal mit eigenen Worten kurz umreißen, damit es leichter fällt, diesem Text zu folgen. Ich lese dann im Anschluss den Text in folgendem Hinweise. Ich weiß, die Sprache, in der Polybius spricht oder schreibt, ist nicht ganz leicht zu verstehen. Man hat früher anders formuliert. Deswegen erkläre ich es im Voraus. Die, die, die Grundgedanken der einzelnen Phasen, sodass die Hoffnung besteht, dass man, wenn man dem zuhört, vielleicht, wenn man die Teile, wenn man dann den Polybius-Teil sich mehrmals anhört, es vielleicht auch etwas klarer versteht. Ich bin mir bewusst, dass es mitunter, wie gesagt, nicht leicht ist, gerade dieser Text. Andere Sachen, Cicero kann man recht schön vorlesen, auch Plutarch kann man recht schön vorlesen. Manche Sachen wie Platon und Polybius sind dagegen etwas schwerer. Ich bin mir dessen bewusst, aber ich möchte es trotzdem wagen und bringe den Ausblick im Voraus. Der Grundgedanke ist, der Mensch befindet sich im Anfang in irgendeinem Zustand von naja, Gewalt, Anarchie, Tribalismus, wie man will. Es ist alles nicht so toll. Und aus diesem ursprünglichen Chaos geht nun ein starker Mann hervor. Es fängt also mit der Monarchie an. Es, die Menschen versammeln sich hinter einem Anführer, der stark, klug, weise und gerecht ist. Und wo sie sagen, okay, der soll uns führen. Und so entsteht also die Monarchie als erste Staatsform. Nun, Gibt es Wort, entweder er bestimmt Nachfolger oder es sind seine Nachkommen, die Nachfolger werden? Jedenfalls gibt es Verfall, weil die Nachfolger sich immer weniger beweisen müssen, sondern sie sind ja dann quasi durch Erbschaft, weil es die Söhne und, und Enkel des Monarchen sind, oder selbst wenn es nicht diejenigen sind, dass man quasi sich eine Verfestigung von, von Leuten hat an der Spitze, dass die eine Person, die kommt mit den Generationen, immer schlechter wird. Das Entscheidende ist, dass Polybius darauf hinweist, jede dieser drei Herrschaftsformen zerfällt genau durch das, was sie für ihre größte Qualität erachtet. Oder was auch die größte Qualität ist. Also die, die größte Qualität der Monarchie ist die besondere Fähigkeit eines Mannes, der ein alles sozusagen bündelt. Und genau das, was ihr Vorzug ist, trägt auch zu ihrem Untergang bei, insofern als dann eben schwache Menschen oder korrupte Menschen die ganze Macht in, Hand haben, in, die Hand, in der Hand haben und so die Monarchie diskreditiert wird. Zerfällt es also, dann Macht kommt ein Aufstand derer, die sozusagen an der Spitze stehen, der Reichen, der Oberschicht, die sagen, wir haben von den Monarchen genug, und als zweite Form käme dann die Aristokratie. Wir haben also der Wert der Aristokratie ist dann nicht mehr der Macht eines Einzelnen, sondern der Wert eines des aristokratischen Wesen ist Reichtum, ist Besitz. Also man kann das sehen, die äh, Nobilität zum Beispiel im alten Rom, das waren die, die wirklich die reichsten waren. Selbst im Mittelalter, wo das mit Geld nicht so entscheidende Rolle gespielt hat, waren die Adligen die, die da den ganzen Grundbesitz unter sich aufgeteilt haben, im Wesentlichen. Während nicht Adlige nur einen sehr geringen Anteil an, an Besitz haben. Also der Grundbesitz war ja im Mittelalter der entscheidende Wert. Das heißt, der, man, man, man macht sozusagen diejenigen zur Führungsschicht, die am meisten Besitzen. In der Überzeugung, wer es zu Besitz erlangt, erreicht hat der wird das auch, damit der hat dabei damit seine klugheit und seine, seine fähigkeit. so das ist ein gedanke, der auch in einigen formen des protestantismus ja aufgekommen ist, also in calvin zum beispiel und auch in anderen äh, ideen des protestantismus, dass man sie sozusagen durch, durch wohlstand bewährt. das ist ja die, die sozusagen die initialzündung auch zu unserem kapitalistischen system, dem modernen, dass man gesagt hat, ja man beweist sozusagen sich selber äh, auf dem markt, also in der welt, indem man Wohlstand anhäuft. Und das geht am Anfang gut, weil die Leute erinnern sich noch an die Tyrannei des Monarchen, so sagt Polybius, die aber nach und nach die ganzen Söhnchen, die reich aufwachsen, vergessen also, welche Anstrengungen es gekostet hat, vergessen, wie die Leute den Monarchen gehasst haben, der vorher äh, schlecht gehandhabt hat. Und werden also selbst in einer Art, ja, Degeneriertheit, Überheblichkeit, sammeln immer mehr an. Vor allem, es gibt auch schon bei Plato klar die Kritik, die, dass das Staatswesen immer dadurch gefährdet wird, dass die Reichen zu reich und die Armen zu arm werden. Bis also schließlich das Volk es satt hat und sozusagen sagt, wir haben jetzt die Aristokratie auch satt. Wir nehmen die Sachen ganz alleine selbst in die Hand. Sie errichten also eine Demokratie. So, der entscheidende Wert der Monarchie war, wie gesagt die Klugheit des einzelnen Mannes, der alles bündelt. Der entscheidende Wert der Aristokratie war der Reichtum, der sowohl ihre Stärke ist als auch ihr Untergang. Und der Wert in der Demokratie, der die Stärke der Demokratie ist, der aber auch gleichzeitig den Untergang der Demokratie ist, ist ihr großer Vorzug, die Freiheit. Das ist für uns, die wir gerade in einer Demokratie oder sagen wir mal auch in einer untergehenden Demokratie wahrscheinlich schon sind oder schon in einer weit fortgeschrittenen untergehenden, wie ich persönlich heutzutage meine, ähm, sehen, dass das ganz erheblich tatsächlich dazu beiträgt. Und das ist, wenn man so will, die Genialität sowohl von Platon, der es ursprünglich zuerst geschrieben hat, als auch Polybius, der es hier in einer etwas politischeren Weise bearbeitet, zu sagen, nein, es ist nicht, dass die Systeme an ihrem Gegenteil scheitern, sondern gerade an dem, was sie für das Beste halten. Ich komme nun in den Text Polybius selbst. Wie gesagt, er ist ein antiker Text und ich hoffe, er ist trotzdem einigermaßen verständlich. Zuerst bildet sich ohne besonderes Zutun und von Natur aus eine erste urtümliche Form der Alleinherrschaft. Dieser folgt und aus ihr entsteht durch Plan von einem Aufbau und durch Verbesserung das Königtum. Wenn das Königtum sich zu der von der Natur aus in ihm angelegten Artungsform hin verändert, das heißt zur Tyrannis geworden ist, dann entsteht aus dem Sturz dieser Entartungsform die Aristokratie. Doch wenn diese Form gemäß ihrer Natur zur Oligarchie entartet und die Menge im Zorn die Ungerechtigkeiten der Männer, die an die Spitze stehen, verfolgt, entsteht die Demokratie. Aus dem anmaßenden und gesetzeswidrigen Handeln des Volkes wiederum kommt es mit der Zeit zur Ochlokratie, also Pöbelherrschaft. Am klarsten könnte man die Richtigkeit dessen, was ich eben darlegte, erkennen, wenn man sich mit den Anfängen, dem Entstehen und den Wenden der einzelnen Formen, all das vollzieht sich naturgemäß beschäftigen würde. Denn wer Einblick in das natürliche Entstehen jeder einzelnen Verfassungsform gewinnen könnte, nur der könnte auch Einblick gewinnen in das Wachstum, die Blüte, die Wende und das Ende jeder einzelnen Verfassung, wann, wie und wo es wiederkehrt. Am meisten aber passt nach meiner Überzeugung diese Art der Darstellung auf die römische Verfassung, weil die von Anfang an gemäß der Natur sich geformt hat und gewachsen ist. Genau, genauer wird vielleicht die Lehre vom naturgemäßen Übergang der einzelnen Verfassungsformen ineinander bei Platon und einigen anderen Philosophen entwickelt. Da sie aber verwickelt ist und in ziemlicher Breite dargestellt wird, ist sie nur wenigem zugänglich. Deshalb werde ich in großen Zügen diese Lehre noch einmal durchgehen, soweit sie mir meine Art der Geschichtsschreibung zu betreffen scheint, welche die politischen Ereignisse unserer Zeit berichten will und soweit sie dem Allgemeinverstand zugänglich ist. Denn wenn in der oben gegebenen zusammenfassenden Ausführung etwas zu fehlen scheint, wird die anschließende Darstellung der Details die jetzt noch verbliebenen Unklarheiten genügend ausgleichen. Welches sind nun die Anfänge und woher nehmen die Staaten zuerst ihren natürlichen Ursprung? Wenn etwa durch Überschwemmungen, durch Seuchen, durch Missernten, oder auch durch ähnliche Ursachen das Menschengeschlecht vernichtet wird, solches ist schon eingetreten, wie wir wissen, und es wird oft wieder eintreten, wie die Vernunft lehrt, dann muss, wenn angesichts der gleichzeitigen Vernichtung aller geistigen und technischen Errungenschaften aus dem Übriggebliebenen, wie aus dem Samen mit der Zeit die Menschen sich wieder vermehren, dann also muss, wie bei den übrigen Lebewesen, auch bei den Menschen, wenn sie sich sammeln, denn es ist natürlich, dass auch sie sich zu ihrer Art gesellen aus natürlicher Schwäche. Derjenige, der durch Körperkraft und Kühnheit hervorragt, der wird führen und herrschen. Diese Erscheinung muss man ja auch bei den anderen, nicht von der Vernunft geleiteten Lebewesen als eigenstes Werk der Natur ansehen. Bei denen, wie wir sehen, allgemein die starksten führen, wie Stiere, Eber, Hähne oder ähnliche Tiere. Anfangs nun ist wahrscheinlich auch das Leben der Menschen so, dass sie sich ja wie Tiere zusammentun und den Starksten und Kräftigsten folgen. Der Umfang der Herrschaft dieser Führer wird durch ihre Stärke bestimmt. Als Name dürfte wohl die Alleinherrschaft passen. Wenn aber im Laufe der Zeit bei diesen Gebilden sich ein Zusammenleben und eine gegenseitige Gewöhnung ergibt, kommt es von Natur zum Anfang des Königtums und dann entsteht zum ersten Mal für die Menschen eine Vorstellung vom Schönen und Rechten und vom Gegenteil. Der Anfang und die Entstehung dieser Vorstellung sieht aber so aus. Alle streben von Natur aus zur geschlechtlichen Vereinigung. Daraus ergibt sich die Fortpflanzung. Wenn nun eines von den Kindern das Mannesalter erreicht hat, seinen Eltern nicht dankbar ist und ihnen aber nicht, auch nicht beisteht, sondern im Gegenteil sie schmäht und ihnen Gewalt antut, so nehmen sicher die, die zur gleichen Gemeinschaft gehören und um die Sorge und Mühe der Eltern bei der Pflege und Ernährung der Kinder wissen, daran Anstoß und sind ungehalten. Denn das Menschengeschlecht unterscheidet sich dadurch von den anderen Lebewesen, dass die Menschen allein am Geist und an der Vernunft teilhaben. Deshalb kann ihnen die genannte Uneinigkeit zwischen den Eltern und den Kindern nicht entgehen, wie das bei den Lebewesen anderen Lebewesen der Fall ist, sondern sie bemerken das Ergebnis und nehmen an diesem Vorfall, der sich vor ihren Augen abspielt, Anstoß, da sie die Zukunft voraussehen und sich ausrechnen können, dass jeden von ihnen etwas Ähnliches zuschließen könnte. Auch wenn ferner einer, der in der Not Hilfe und Beistand erfahren hat, seinem Retter nicht dankbar ist, sondern ihn eines Tages auch noch zu schaden trachtet, nehmen sicher die, die das wissen, an einem solchen Menschen Anstoß und sind über ihn ungehalten. Sie teilen dabei zwar den Zorn ihres Nachbarn, sehen aber in Wirklichkeit etwas Ähnliches auf sich zukommen. Daraus bildet sich bei jedem eine gewisse Vorstellung und ein Begriff von der Bedeutung der Pflicht. Das ist Anfang und Ende der Gerechtigkeit. Umgekehrt, wenn einer sich in Gefahren schützend vor alle anderen stellt und die Angriffe der stärksten Tiere auf sich zukommen lässt und sie aushält, so erfährt, dass ein solcher Mann das Wohlwollen und die Hochachtung der Menge. Wer aber im Gegensatz zu ihm handelt, wird verurteilt und zurückgestoßen. Daher ist es wiederum verständlich, dass sich bei der Menge eine gewisse Vorstellung vom Guten und vom Schlechten und von ihrem Unterschied herausbildet, und dass das eine mit Eifer nachgeahmt wird wegen des Nutzens, das andere aber gemieden wird wegen des Schadens. Wenn dabei der Führer und Mächtigste die oben genannte Vorstellung im Einvernehmen mit den Auffassungen der Menge nach Kräften unterstützt, und wenn er bei jedem seiner Untergebenen den Eindruck erweckt, dass er ihm zukommen lasse, was ihm gebühre, so fürchten Sie keine Gewalt mehr, da Sie auch aus vollem Herzen mit seiner Führung zufrieden sind. Ordnen Sie sich so ihm unter und helfen ihm, seine Herrschaft zu verteidigen, auch wenn er schon ganz alt ist. Sie stehen ihm dabei einmütig bei und kämpfen gegen die, die seine Herrschaft untergraben wollen. So wird unmerklich aus dem ersten urtümlichen Alleinherrscher ein König, wenn statt Mut und Gewalt die Vernunft regiert. Das ist die erste natürliche Vorstellung vom Schönen und Rechten und ihrem Gegenteil bei den Menschen. Das ist der Anfang und die Entstehung des wahren Königtums. Denn nicht nur diesen Männern, sondern auch ihren Nachkommen erhält die Menge die Herrschaft, da sie überzeugt ist, dass die, die von diesen Männern abstammen und von ihnen aufgezogen wurden, ähnliche Grundsätze haben. Wenn Sie aber einmal mit den Nachkommen unzufrieden werden, dann wählen Sie Ihre Führer und Könige nicht mehr nach ihren körperlichen Kräften und ihrem Mut, sondern sie berücksichtigen ihre vorzüglichen Eigenschaften und ihre hervorragende Klugheit. Ja, Sie haben schon anhand der Ereignisse den Unterschied zwischen beiden Eigenschaften erfahren. In grauer Vorzeit wurden die, die einmal zum König gewählt waren und dieses Amt bekommen hatten, in ihren Würden alt sie befestigten besonders günstige Stellen, umgaben sie mit einer Mauer und erwarben Land, teils um ihr Gebiet zu sichern, teils um für ihre untergebenen Lebensmittel in Hülle und Fülle zu haben. Während sie sich darum bemühten, standen sie zugleich außerhalb jeglicher Diffamierung und jeglichen Neides, da sie sich weder in der Kleidung noch im Essen oder Trinken stark abhoben, sondern ähnlich lebten wie die anderen, da sie immer mit der Menge zusammen waren als aber die, welche die Herrschaft durch ihre Abstammung als Nachfolger übernahmen, alles zur Sicherheit schon zur Verfügung hatten, und als sie alles zur Ernährung und noch mehr dazu greifbar hatten, da gaben sie wegen dieses Überflusses ihren Begierden nach. Sie glaubten, die Herrschenden müssen besondere und bessere Kleider tragen als die Untergebenen, und ihr Essen müsse besondere und abwechslungsreiche Genüsse bieten und dementsprechend auch aufgetragen werden. Sie meinten, sie müssten ungewöhnliche und unschickliche sexuelle Genüsse haben, ohne dass jemand widersprechen könne. Das erregte Neid und Anstoß, schürte Hass und nährte bitteren Zorn. So wurde aus dem Königtum die Tyrannis, und so wurde der Sturz gelegt, der Grund gelegt zum Sturz des Königtums und zur Entstehung einer Verschwörung gegen den Herrschenden. Sie ging nicht von den schlechtesten Männern aus sondern von den edelsten, lauternsten und dazu noch mutigsten, weil solche Männer am wenigsten die Anmaßung der Herrschenden ertragen konnten. Da auch die Menge, sobald sie Führer bekommen hatte, ihre Kräfte aus den oben genannten Gründen mit gegen den Herrschenden einsetzte, wurde das Königtum und die Tyrannis vollständig beseitigt, die Aristokratie bestand und entstand und begann danach. Die Menge stattete denen, welche die Tyrannis gestürzt hatten, sofort sozusagen ihren Dank ab, machte sie zu ihren Führern und legte ihr Schicksal in ihre Hände. Diese nahmen zuerst den Auftrag gern an, stellten den gemeinsamen Nutzen über alles andere und handelten in allen privaten und öffentlichen Belangen der Menge gewissenhaft und wachsam. Als aber dann die Söhne von den Vätern diese Machtstellung übernahmen, kannten sie die Entartung des Königtums nicht mehr und hatten überhaupt keinen Begriff von der Gleichheit der Bürger und der Redefreiheit. Sie waren von Anfang an in der Machtfülle und in der hohen Stellung ihrer Väter aufgezogen worden. Darum tendierten die einen zur Habsucht und zu unrechtmäßigem Geldgewinn, gaben sich die anderen dem Trunk und damit zugleich maßlosen Gelagen hin, und vergingen sich wieder andere an Frauen und raubten Knaben. So verwandelten sie die Aristokratie in eine Oligarchie und bewirkten in kurzer Zeit bei der Menge wieder die gleichen Reaktionen wie zuvor bei der Tyrannis. Deshalb war auch ihr Ende dem unglücklichen Ende der Tyrannis gleich. Dann, wenn jemand den Neid und den Hass sieht, der bei den Bürgern gegen diese vorhanden ist, und wenn er dann das Wagsichtnis auf sich nimmt, etwas gegen die Herrschenden zu sagen oder zu tun, ist die Menge durchaus bereit mitzumachen. So bringen sie die einen um und verjagen die anderen. Aber sie wagen es weder einen König an die Spitze des Staates zu stellen, weil sie noch die Ungerechtigkeit der früheren Könige fürchten. Noch haben sie den Mut, das Schicksal des Staates in die Hände einer Gruppe von mehreren Leuten zu legen, weil ihnen die frühere Rücksichtslosigkeit noch gegenwärtig ist. Da für sie nun noch die Hoffnung nur noch auf sich selbst in ungebrochenem Maße bleibt, wenden sie sich ihr zu, machen aus der Oligarchie eine Demokratie und übernehmen selbst die Fürsorge und Garantie für den Staat. Und solange noch welche da sind, die die Gewaltherrschaft der Oligarchen ausgekostet haben, sind sie mit dem augenblicklichen Zustand zufrieden und schätzen Gleichheit und Redefreiheit am höchsten. Wenn aber eine neue Generation heranwächst und die Demokratie den Enkeln übergeben wird, schätzen sie die Errungenschaft der Gleichheit und der Redefreiheit nicht mehr hoch, da sie ihnen zur Gewohnheit geworden ist und versuchen, die Überlegenheit über die Menge zu gewinnen. Vor allem verfallen die Reichen darauf. Sobald sie sich intensiv mit dem Gedanken beschäftigen, zu herrschen und sie die Herrschaft nicht durch eigene Kraft und Tüchtigkeit bekommen können, verschleudern sie ihre Vermögen und ködern und verführen die Menge auf jede Art und Weise. Wenn sie nun durch ihre törichte, unersättliche Gier nach Ruhm die Menge einmal so weit gebracht haben, dass sie nach Gaben Ausschau hält und den Rachen nicht voll genug kriegen kann, dann löst sich die Demokratie schon wieder auf und geht über in Gewaltherrschaft und Faustrecht. Denn wenn die Menge sich daran gewöhnt, fremdes Gut zu verzehren und ihren Lebensunterhalt von ihrem Nächsten zu erhoffen, und wenn sie einen großsprecherischen und kühnen Führer findet, der wegen seiner Armut von den Ehrenstellungen im Staate ausgeschlossen wird, dann übt sie eben das Faustrecht aus. Dann rottet sie sich zusammen. Mordet, nimmt Vertreibung vor, teilt das Land auf, bis sie ganz verwildert wieder einen Alleinhascher finden. Das ist der Kreislauf der Verfassungen. Das ist die Haushaltung der Natur. Nach diesem Naturgesetz verändern sich die Verfassungen, gehen ineinander über und kehren wieder zur ursprünglichen Form zurück. Wer das genau weiß, der wird sich bei der Prognose über eine Verfassung vielleicht in der Zeit verrechnen, an welchem Punkt des Wachstums, des Niedergangs oder die Wende sich jede einzelne Verfassung aber befindet, darüber wird er sich wohl selten täuschen, wenn er ohne Hass und Neid urteilt.